So, hallo und willkommen bei Let's Drill. Naja. Let's Play Pokémon Karmesin. Ah, Sprachfehler. So. So, nach dieser wundervollen Pirouettendrehung, die uns nichts bringt, weil wir nicht das passende Pokémon zum Entwickeln im Team haben, wofür man das können muss, habe ich fast vergessen, was ich machen wollte. Aber es ist mir gerade in dem Moment wieder eingefallen. Wir wollten heute dem Herrscher, dem letzten Herrscher in den Hintern treten. Der sollte da hinten an dem großen... Nein, nicht Menü, da wollen die Karte. Hier, an dem großen See sein. Und zwar hier hinten, um genau zu sein. So, das ist ein Drachen-Pokémon. Das bedeutet, dass schon wieder Lani alles regeln darf. Weil Fee, gut gegen Drache. Drache bekommt Angst vor Feen. Also tun wir mal Lani den Gefallen, dann darf sie heute Sushi haben. Das ist noch nicht einmal ein schlechter Wortwitz. Weil die Pokémon, gegen die wir antreten, ist halt wirklich ein Sushi-Pokémon. Das hat sogar den Namen dafür. Also, ja. Beschwert euch bei Game Freak dafür. So, noch ein paar kleine Items sammeln. Und dann springen wir runter. Und gleiten, solange wir können. So, da geht's auch schon abwärts. Ja, da, genau das kleine Viech, was da gerade neben uns hüpft. Dieses Stück Sushi, das ist unser Hauptgegner, der aber von einem anderen, größeren Pokémon gefressen wird. Sushi halt. Ey, Rayo! Der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden. Aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ich stelle ihn mir richtig furchterregend vor. Ja, den kann man halt leider übersehen und das ist sehr gut. Aber wir können schlecht nach ihm suchen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre echt praktisch, wenn er einfach zu uns kommen und sich als Herrscher vorstellen würde. Ja. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Vielleicht eine Apfeltasche? Eine Gemüseplatte? So, in diesem See gibt es ganz, ganz viele verschiedene Pokémon. Manche davon haben uns halt lieber zum Fressen gern. Da planscht auch schon der Herrscher an Land. Sieht man daran, weil er halt viel größer ist als seine anderen Exemplare, die hier so halb verreckend an Land rumzappeln, statt dass sie ins Wasser gehen. Selbst ein Kabador bekommt es hin, wieder ins Wasser zu kommen. Nigiragi heißt dieses Pokémon. Oh Gott. Ist halt nach einer Sushi-Sorte benannt. Man sieht ja auch warum. Dann starten wir mal diesen Kampf. Ragi! Und Ham wird gefressen. Es ist eigentlich eine coole Mechanik für Teamkämpfe, dass wenn man die beiden im Team hat, dass der Große das Kleine vertilgt und entsprechend an Kraft dazu gewinnt. So. Aber wir haben Drachen ja ganz, ganz furchtbar lieb. Deswegen darf Lani jetzt einmal den Drachen hier knuddeln. Okay, wir machen in etwa gegenseitig gleich viel Schaden. Warum denn schon paar? Oh, ein Body Slam und Paralyse. Wirklich? Ja? Du willst mich doch verarschen. Ein Nassschweif. Der hat Schaden gemacht, der Nassschweif. Okay, der Kampf wird doch etwas spannender. Ich habe zwar alle unsere kleinen
auf Level 50 gepackt, aber der Herrscher, der scheint damit kein Problem zu haben. Hätte ich vielleicht doch noch ein paar Level draufhauen sollen. Egal. Dann bleibt's wenigstens mal spannend. Herascheid, Herrscher der Drachentäuschung. Ja. Okay, und jetzt auf einmal verwirrt. Du willst mich doch echt trollen. Verwirrung, Paralyse. Hallo, ich habe gerade erst geheilt. Lass Lani doch mal in Ruhe. Du komischer Walfisch. Lani klopft dich jetzt mit dem Hammer platt. Okay, nein, dieses Mal leider nicht. Diesmal haut sie sich den Hammer lieber selber ins Gesicht. Verstehe schon. Aber das ist wie Schnitzelklopfen jetzt. Wir klopfen den erst klein, dann schneiden wir ihn in Scheibchen und dann Mahlzeit. Wird alles geklopft hier. Oh, lass doch die Kack-Aquavelle weg. Wenn ich jetzt schon wieder gleich verwirrt bin. Wollte gerade sagen, das ist hier. Der Hammer soll auf dem Fisch landen und nicht auf Lanis Gesicht. So, dann packen wir jetzt einmal den Riesenhammer aus. Der macht vielleicht etwas mehr Schaden gerade. Ah, geht. Nassschweif könnte jetzt gefährlich werden, aber wir haben genug, um Lani wieder fit zu bekommen, selbst wenn sie jetzt K.O. gehen sollte. Bam! Ja, er macht natürlich einen Body Slam. Was? Wir hauen jetzt mal einen Reflektor raus zum Selbstschutz. Dadurch machen seine Attacken insgesamt weniger Schaden. Außer die Aquavelle, aber die Aquavelle trifft uns speziell. Das kann uns somit relativ egal bleiben. Dann kriegt Lani noch einen Supertrank, sollte dementsprechend wieder recht fit sein. Und dann kann das Drachenknuddeln weitergehen. Schaden trotz Reflektor. Uiuiui. Also schwach ist der Herrscher definitiv nicht. Aber jetzt verdünnisiert er sich eh erst nochmal. Ohne eine Dratini und Dragonier-Gruppe? Ja, das Dragonier, das schnappen wir uns schon mal. Und ein Dratini, das krallen wir uns auch gleich noch. Ich will bei Dragonier jetzt keinen Knuddler benutzen. Das könnte ein bisschen schlecht sein. Ja, auch der Riesenhammer wäre eine schlechte Idee. Egal, dann machen wir ein paar Mal Metallblau. Noch mal ein letztes Mal Metallklau. So, und jetzt müssten wir es auch fangen können.
Ich gerade sagen. Netzball sollte gut funktionieren, weil Dragonair lebt ja auf dem Wasser. War kein Wasser-Pokémon, aber ist im Wasser. Ja. Okay, Dratini haben wir schon. Wahrscheinlich durch die ganze Wundertausch-Aktion. Mal hier noch alles rumschwimmen. Okay. Hier sind auch ein paar Heraschall noch. Davon könnten wir uns versuchen, das eine hier zumindest zu fangen. Wir haben gut neben ihm eingeparkt. So, das war mal hier ein deutliches, so parkt man ein. Okay, merke, ohne dass er den Fisch vertilgt, ist er kein Drachen-Pokémon. Diese Kackparalyse. Paralyse und Verwirrung sind nervig. Lani wieder voll. Aha. So, und dann geben wir ihm noch ein Heilpuder. So, jetzt ist die Paralyse auch weg. Wieso benutzt du eine Drachenattacke gegen Feen-Pokémon? Das ist wirkungslos. Was bist du denn für ein Fisch? Das wäre dasselbe, wenn ich mit Pikachu hier Donner auf den Boden-Pokémon raufhau. Passiert auch nichts. Und schon wieder Paralyse. Oh, es geht mir auf die Zeiger. Aber gut. Dann holen wir unser Mini-Kaka ins Feld. So, Mini-Kaka darf erstmal eine geklatscht bekommen. Ich hoffe, du bist nicht zu stark. Und wenn, dann haben wir halt. Okay. Regentanz. Es fängt an zu regnen. Netzball. Bleib bitte drin. Tu uns diesen Gefallen. Denn wenn du drin bleibst. Gerade sagen, dann kann ich dich fangen. Dann muss halt unsere Ente ran. Okay, du bist ein Wasser-Pokémon, deswegen kriegst du keine Bodenplatte. In Ordnung. Wasserbüße! Nochmal einen Netzball. Hallo?
Dann riskiere ich halt noch eine Wasserdüse. So dringend will ich dich nicht fangen. Wenn du K.O. gehst, gehst du halt K.O. Deine eigene Schuld, wenn du nicht im Ball bleiben willst. Unsere Ente ist gleich, für Frühstück verarbeitet. Macht aber nichts, können wir wiederbeleben. So, nächstes Pokémon. Dann holen wir wieder Lani rein. Das stimmt nicht mit dir, du Kackfisch. Bleib doch jetzt in dem Pokéball. Ich wollte jetzt nicht so lange brauchen, dich zu fangen. Ich will dich nur fangen, weil wir als nächstes dein hier wahrscheinlich Geschwisterchen verprügeln. Da bist du zwar nicht mehr dabei, aber es wäre schön, wenn du in der Zeit auf der Box versauern könntest. Ja, okay. Lani darf dich zu Püree kloppen. So. Genug Bälle an dich verschwendet. Lani ist paralysiert. Es kann nicht angreifen. Wie schön. Wow. Nochmal Paralyse-Schock. Macht nichts. Kriegen wir alles hin. Ja, wenn du nicht im Ball bleiben willst, selber schuld. Dann wirst du halt zum Matsch verarbeitet. So, einmal Vitalkraut. Rayo, konntest du das Herrscher-Pokémon als aufspüren? Das ist also der Herrscher der Drachentäuschung. Was für ein riesiger Drache? Moment mal, ist das nicht ein Fisch-Pokémon? Hm? Der Riesenbogen hat das Sushi-Ding einfach verschluckt. Das nennt man wohl die Nahrungskette. Okay, es bleibt also ein tatsächlich ein reiner Wassertyp. Dann switchen wir um auf Mini-Kacker. Lani hat im letzten Kampf schon einen guten Job gemacht. Die Nahrungskette mal live zu erleben. Spannend. Und du schickst ein dickes, fettes Eichhörnchen in den Kampf gegen einen Drachenherrscher. Ja gut, er darf für uns einstecken. Alles gut. Ja genau, benutz Angriffe, die dir selber schaden. So. So, und wir machen die Terra-Kristallisierung. Hm.
Wenn der... Ich habe damit gerechnet, warum auch immer, dass er zu einem Drachentypen wird. Aber gut, ist nicht so. So. Aha. Viermal getroffen. Reicht. So, Minikaka kriegt eine gewischt. Und noch eine Kugelsaat. Und dann sollte dieser Herrscher erledigt sein. Mit dem Blumentrick hätten wir es vielleicht auch beenden können, aber ich finde es viel besser, wenn unsere Minikaka ihm irgendwas ins Gesicht spuckt. Und das war's mit dem Herrscher. Wir haben es geschafft, Rayo. Jetzt, wo das Herrscher-Pokémon besiegt wurde, können wir uns das Geheimgewürz schnappen. Das letzte. Huch. Noch eins von denen? Ich dachte, die wurden alle aufgefressen. Nie, 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 nie. Es scheint irgendwas vorzuhaben. Das knuddeln wir einfach weg. Lani Knuddler! Ja. Und nochmal knuddeln! Das ist das einzige Herrscher-Pokémon, wo man Doppelkampf hat. Also im Sinne von, den bekämpft man insgesamt dreimal. So, dann noch einmal Knuddler. Nach dem Verteidigungsdrop sollte das... Wow. So, das fette Eichhörnchen ist matsch. Wortwörtlich wurde von Lehmgrube überdeckt. Ja, so. Das Sushi ist auch gemampft. Ja. Das war nicht schlecht, Rayo. Also waren die beiden zusammen der Herrscher der Drachentäuschung? Der Winzling kam eben aus dieser Höhle. Das Geheimgewürz muss also da drin sein. Los, gehen wir es suchen, Rayo. Jop. Hallo? Willst du mir jetzt aber nicht sagen, dass das Spiel abgeschmiert ist, oder? Wow. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder.